Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Jake. Hallo. Hey you. Und mir. Und genau, letzte Folge haben wir eine Stadt erobert. Und der Jake hat uns ziemlich fies hin und her geschickt. Und ja, jetzt ist der Jake dran mit Sparta. Juhu. Warte, jetzt. Passiert. Moment, eine Figur muss noch weiterreisen. Noch eine Figur. Jetzt bist du. Jetzt hat der Einsatz von Söldnern. Nee, weitermachen. Söldner. So. Grundsätzlich in Söldnern. So. Da. Hier noch ein Ding. Hier hinladen. Oh ne, laden los. Egal. Dann. Zack. Kriegen wir die eine Armee hin. Und. Zweite Armee mit dem Basileus leitet den Angriff und das können wir automatische Waschanlage. Oh, das wäre eine große Schlacht gewesen. Ja, wär's, aber es ist trotzdem. Ich glaube, es wäre nicht besonders dramatisch gewesen. Ja. Nachdem die öffentliche Ordnung hier eh schon am Arsch ist, plündern wir auch noch. Oha, okay. So, dann tue ich jetzt einmal kurz meine Dudes aufleveln. Bist du eigentlich eher jemand, der mehr auf Pikiniere geht oder auf Hopliten? Mehr auf Pikiniere. Ah, okay. Scheiße. Pikiniere sind nämlich im offenen Gefecht sehr viel stärker. Und auch in, sag mal, den meisten. Den meisten was? Kurz, ich muss kurz. Achso. Und auch den meisten. Bin ich schon wieder nicht ganz bei der. einfach für mich die meisten Zwecke haben, sag ich mal. Achso, okay. Ja, da muss ich. Da weiß ich, worauf ich mich einlasse. Ich erwarte eure
war jetzt eventuell nicht so richtig schlau. Wer kann... Können die, wenn die in der Gewaltmaßstellung sind, aber immer noch sich untereinander zu Hilfe eilen, wenn sie angegriffen werden, oder? Nee. Nicht? Nee. Tatsache. Die können ja im Gewaltmarsch auch nicht irgendjemand angreifen. Ja. Äußerst ungünstig. Dann... gehen. Ready. Oder doch. Doch. Ein Schiff musste noch. Die wichtige Person im Dienst. Ist automatisch. Hoffe, das spielst du automatisch. Ich hab nur so die Einheiten gesehen, noch gar nicht gelesen, was da steht. Ja, das ist der letzte Rest von meiner Flotte. Wäre keine epische Schlacht gewesen. Nee. Vielleicht, obwohl, nachdem ich langsam anfange, das Prinzip von Seeschlachten zu verstehen. Ja. Nee, ich hatte ja nur 3 oder 4 Schiffe und du hattest noch eine 3. Verstärkungsding. Ach so. Oh. Warte mal, warum kann ich da jetzt entscheiden? Ach so! Ja, warte mal, inwiefern bin ich da auch? Was hat das mit mir zu tun? Sind die Skordiska deine Verbündeten? Oder, soll ich automatisch machen oder was soll ich machen? Keine Ahnung, mir egal. Ja, Ich weiß gerade selber nicht so richtig, was das ist. Also du kannst auch... Also es sind 1000 gegen 400, also das ist... ja. Egal, spielen wir es. Dann haben wir irgendeine Schlacht noch. Was? Ich habe schon geklickt, sorry. Ach, du konntest auch entscheiden. Ja. Ah. Aber ich weiß nicht warum. Hey, warte mal. Na, wie ist das? Das ist jetzt seltsam. Hä? Was? So, Untertan. Yay. Was oder ist? Wurde ich angegriffen und hatte da noch irgendwas anderes? Aber wieso konnte ich da mitentscheiden? Also. Auch keine Ahnung. Also. Weil du hast ja jetzt geklickt, dass du spielen willst, ne? Und ich habe ja dann automatisch geklickt und dann wurde es automatisch, also. Keine Ahnung. Auch nicht. Ja, egal. Gut, also, ich habe eine benötigte Aufmerksamkeit hier. ein Lama, der in Dauros geheilt wurde, tanzt durch die Straße. Die Leute verlassen ihre Häuser und Arbeit, um ihn auf seiner Pilgerreise zu Ehren der Götter zu folgen. Gut, ja, erste Möglichkeit für mich, ihn zum Schweigen bringen. Das ist so gemein. So, yay, ein Wunder. Tötet ihn. Okay, ja, okay, also wir können ihn zum Schweigen bringen, damit die Leute wieder zurück auf die Felder gehen. Dann ein Wunder frohlockt, ihn verschwinden lassen und nichts unternehmen. Ich mache ein Wunder, weil ich habe sowieso gerade viel zu essen. Passt.
Gut. So, dann schicke ich mal. Ach, stimmt ja. Da ist ja noch eine Kriegsherrin. Die muss ich jetzt ein bisschen vor mir hertreiben. Du gehst mal nach hier. Hier mache ich öffentliches. Landwirtschaft. Öffentliche Landwirtschaft, haha. Genau. Da kommen gleich die Kriegselefanten. Ich bin mal gespannt, wie die Kriegselefanten gegen Sparta sind. Da habe ich keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Wir mal ein Theater draus. So, Flotte zerstört. Stimmt, meine Flotte ist zerstört. Dann mache ich doch mal eine neue Flotte. Gut, dann bist du dran. Denke ich mal. Gleich. Moment. Wunderbar. Jetzt. Nein, noch nicht. Ich vergesse immer meine Spione, oh Mann. Oder meine Agenten. Jetzt. Ja. Elendsviertel. Juhu. Ich hab's gerade eben schon gesehen. Thesmophorien. Euphorien? Okay, und was passiert da? Wohlstand durch Landwirtschaft, alle Regionen, öffentliche Ordnung pro Runde, alle Provinzen. Das finde ich gut. Dann hier raus aus Gewaltmaßstellung. Ja, das Ding ist, die verflüchtigen sich da jetzt auch. Also das wird hier wahrscheinlich kein so reicher Sieg. Ja, das machen sie gerne. Diese Feiglinge. Ja, also das brauchen wir nicht spielen. Jo. Aggressiv. Stellung! Gerade so, dass ich einen von dir vernichtet habe. Und nochmal plündern. Alter, du bist ja voll brutal drauf. Jo. Jo. And I'm proud of it. Euch habe ich hier noch nicht gesehen. Okay, ich muss jetzt mal kurz hier. Ja, mach ruhig. Oh, jetzt mal ohne Witz, wer bist du? Sag mal so, jetzt könnte ich mit Tyris Frieden verhandeln, weil jetzt ist frei.
Ja, wenn Sie wollen. Aber ich will Geld dafür. Die haben ja jetzt nur noch eine Stadt, ne? Ich will trotzdem Geld von denen. Nee, also deswegen sollten Sie bezahlen, wenn Sie überleben wollen. Ja, genau. Geld. Das kann ich, damit kann ich leben. Wuhu. Freude. Ja, und euch muss ich jetzt kein Abkommen. So. Dann zeigt, wie hoch die. Stellung hinterhalten. So. Ich habe keine Ahnung, der Typ hat eigentlich nichts mit mir zu tun, aber. Da wird jetzt vorhin. Leute. Ah, aber ich habe jetzt wieder Geld. Das bedeutet, ich kann jetzt wieder noch irgendwas abgeben. Ah, ich habe jetzt Geld. Aber dann habe ich gleich. Und dann ist die Runde auch schon fertig. Supi. Ach, mein. Ja. Hoch im Dienste Spartas. Genau. Ehrenwerter Dienst. Super Dienst. Was wollen die? Galatien bietet mir jetzt Frieden an für 1500. Also die geben mir 1500 für Frieden. Okay. Ja, warum nicht? Jo. Naja, vielleicht hätten sie noch mehr gezahlt. Ja, aber ich hatte eh überhaupt keinen Stress mit denen. Okay. Kann ich ja nächste Runde richtig was machen? Ich frag mich, wie er das schaffen will. Also, die letzte Streitmacht von Kusch greift gerade eine Stadt von mir an. Mit 1300 und meine Garnison ist 1200 stark. Aber trotzdem zeigt er an, dass ich kaum eine Chance habe. Aber das werde ich sehen. Okay. Hau rein! Hau rein! Vor allen Dingen, was lustig ist, also an sich, der hat ja mehr Einheiten, aber sind da halt alle halb tot. Ja, alle halb tot. Ja. Und ich habe einen Streitwagen, der. Also wahrscheinlich wirklich einen Streitwagen. Ja. So wie es aussieht. Ja. Was dann allerdings gegen deine Theorie sprechen würde, man überlebt mit einer oder mit einem. Aber es ist der General. Ja, es geht um die Prozentzahl der Einheit. Und es ist der General, ja. Solange der General überlebt, überlebt die Einheit. Der General kann auch nicht fliehen, oder? Doch, natürlich. Also die, also die Einheit kann fliehen, aber General. Der General überlebt halt dann eventuell mit, oder? Genau. Boing. Mit den königlichen Spartanern, das ist echt hardcore. Wenn du so, also bei meiner Privatspielstandarmee, das ist halt echt so krass, weil die geben sich ja gegenseitig alle
Generalboost. Ja, echt diszipliniert haben die ja. Das ist so krank. Ja, es ist ein Streitwagen. Cool. Audi da drauf steht, ist scheinbar ziemlich überzeugt. So. 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 Hügelmänner. Da bin ich mal gespannt hier. Nahkampfinfanterie bereit. Steinschleuderer. Statische Format. Ich wäre soweit. Jupp. Ich glaube, ich auch. Gut. Zu Befehl! Im Falle unseres Sieges will ich Zeus und Ares mit einem Opfer für ihre Hilfe bei unserer Verteidigung danken. Flap, 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 flap. Barren sind wie reifes Korn, das niedecken. Süß. Todesdrohung. Dein Streitwagen, der Reiter sieht ein bisschen seltsam aus. Also bei mir backt er ein bisschen rum. Oh. Also nicht, dass es jetzt die Begründung dafür ist, aber... Es ist nicht der Reiter, sondern... Ja, hey! Ja, aber nein, das ist nicht die Begründung. Also bei mir stehen die Pferde im Sand. Ja, bei mir steht die... also ach so, dein... und sie steht genau. In dem Wagen drin, also im Holz. Genau, quasi vorne drauf. Sie ist halt so klein, die will über den Berg schauen. Gucken, ob sich das. Komm, jetzt mach hin. Nee, bessert sich nicht. Wo bist du? Vielleicht beim Marktplatz. Das sei ja ein bisschen blöd für mich, weil die Stadt so große Straßen hat. Hallöchen.
Hi. Deckst du den Marktplatz noch? Nein. Nö. Schnelle Nahkampfkavallerie! Zu Befehl! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Oh, warte, ich habe eine Idee. Hey, lass mal meinen General da wieder raus. Nein. Mag das nicht. Wieso lasst ihr den General raus? Ich habe gesagt, das sollt ihr nicht tun. Jetzt, auf geht's! Der feindliche General ist tot! Yay! Den Spartiaten geht das, warum geht das hier nicht? Weil das Sklaven sind. Das ist natürlich doof. Ja. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Das Lustige ist, der die KI hätte sich bei Weitem nicht so klug angestellt wie du. Und trotzdem hat er gesagt, dass er mehr als, keine Ahnung, 80% Gewinnchancen hat. Naja. Ja. Nahkampfkavallerie bereit!
Kommandant! Schnell jetzt! Kavallerie, vorne! Eure Befehle! Doppelte zum Geschwindigkeit! Doppelte Geschwindigkeit! General! Doppelte Geschwindigkeit! Bereit! Schnell! Söldner der Leopardenkrieger. Hört, hört. Zu Befehl! Schnallen. Unser General wird angegriffen! Ja, und jetzt rennen sie. Ja. Naja. Ja, die pinken Einheiten, ja, 2-2. Ja, die gehen halt fett ab. Das ist Frank. Oh. Mein Dienstplan ist da, mein neuer. Dein Dienstplan. Können wir gleich überlegen, wann wir nächste Woche aufnehmen. Können wir machen. Ist jetzt sowieso 20 nach. Dann. Ja. Okay, also angeblich ist mein Dienstplan da. Wenn der so stimmt, dann habe ich Montag Schule und den Rest der Woche habe ich frei. Hä? Nee, das ist ein Bug von dieser App. Das stimmt gar nicht wirklich. Ja, das wäre seltsam. So, Montag Schule und Wochenende Arbeit und dann, ja, den Rest, ne, frei. Wäre eine coole Ausbildung. Ja. Du, 4 Tage frei, 2 Tage arbeiten und 1 Tag Schule, das wäre ein schöner Aufteilung. Das würde ich machen. Für dasselbe Geld. Allerdings würde ich dann, glaube ich, doch eher was anderes machen, wo ich mehr arbeite und noch mehr Geld kriege. Ja, wahrscheinlich. Vor allen Dingen auf Dauer wird das, glaube ich, echt langweilig. Jo. Jo. Für sowas kannst du auch Teilzeit arbeiten oder so. Ja, an sich ist es dann wirklich Teilzeit. Ein Kumpel von mir ist Teilzeitlehrer und der arbeitet auch Montag und Dienstag in der Schule und den Rest hat er rein theoretisch frei, aber dadurch verdient man halt echt wenig, also vor allen Dingen erstens ja. Lehrer und zweitens nur 2 Tage, also. Eben, also ich das so hätte, dann würde ich glaube ich einfach noch irgendeinen Nebenjob neben rein machen. Ja, ja. Jo. Ja, stimmt. Ist ja, ich war ja gar nicht dran. Ja, Tullis, was will Tullis von dir? Nix, die wollen in ihre Stadt zurück, ihre letzte Überlebenschance. Olbia. Rodos. Ja, aber schau, sie sind da unten, weil ich weiß nicht, war das Athen? Ja, nee, das ist was anderes. Nee, das war Rodos. Ein edler Tod, irgendwer ist gestorben von ihr. So. Ah, junge Pilger, die Menschen frohlockten und staunten über die Gabe, die der Gott diesen glücklichen Mann hatte zukommen lassen. Und 4+4 öffentliche Ordnung. Ja, war gut. Gut. Bei dir ist aber niemand gestorben, oder? Bei mir ist gerade die Meldung gekommen, dass ich Kush oder Kash vernichtet habe. Weil bei mir steht ein edler Tod. Kommt diese traurige Abschlusssequenz. Dann ist bei dir jemand gestorben. Ich ja wahrscheinlich irgendwie. Vielleicht mein Basileus, der war ja auch schon relativ alt. Ja, stimmt. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss, oder? Jo.
Jo, dann, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und, ja, nächste Folge geht's weiter. Ich würde sagen, in, also einer oder zwei Folgen greife ich Mazaka mit zwei Fullstack-Armeen an und entweder bekommt der Jake eine Fullstack-Armee von mir und wir kämpfen gemeinsam gegen die vier Armeen. Oder er übernimmt die vier Armeen und ich greife mit meinen zwei Fullstack-Armeen an. Das werden wir dann wahrscheinlich spontan machen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bye.